Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hot Online Farm. So. Jetzt erstmal die BGA füllen. Und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. So, bum bum. Maximum auswerfen. Zack. So. Muss man die wieder füllen hier. So, die legen dann arbeiten schon mal über Nacht. Also, ich habe einiges jetzt hier wieder gekauft, neu. Saatgut und Dünger. Weil Dünger und Pflanzenschutz haben wir ja kaufen müssen. Darum haben wir ja ein bisschen weniger Kohle. Wenn wir ganz kurz gucken hier. Außensachen. Der Rest ist noch die Luft. Können wir dann rausholen, bei Gelegenheit. So. So, machen wir hier noch. 12, 13 auslagern. So, die werden wir schon alle die BGA noch füllen und dann gucken wir mal, was wir dann noch anfangen. Oder ob wir sagen, ja. Hat eh nicht viel Sinn, wir spulen vor auf den nächsten Tag und fangen noch das im Hellen. Das entscheidet aber, wie es zeittechnisch, wie ich da durchkomme jetzt mit dem. Mit den Ballen hier reinschubsen. Haben wir schon mal 16.000 drin. 50.
So. Aber 28.000. 28.000 haben wir noch stehen. Ne, 24 haben wir noch stehen. Exakt Holz 52k rein, aber 50 nimmt er ja bloß. Entschuldigung. Wer wie vor uns vorgenommen beim Trinken ein bisschen verschluckt, das wirkt noch nach. So, kalken muss ich ja dann noch meine Felder. Weil wir müssen schon mal gucken, ob die Kalk brauchen. Gucken wir gleich mal, ob wir hier den letzten Schwung reingeschmissen haben. Ich muss noch bloß aufräumen, ich glaube. So, das können wir jetzt hier abstellen. So, jetzt gucken wir gleich mal. So, haben wir hier Gras, machen wir an. Alles andere ist ja ganz gut und schön. Wenn das hier schon wieder alles andere ist. Nee, Kalk brauchen bloß unsere Felder da oben. Okidoki. Alle drei? Jep, alle drei. So, dann müssen wir mal Schmarrene machen. Oh, aufgefüllt ist auch noch nie. Oha, hier haben wir noch ein bisschen zu tun. Ja, so wieder aufgefüllt, noch gewartet. Noch keimig ist. Hab den anderen überhaupt gewartet? Bin ich gerade planlos. Man hat schon was reingestellt nach dem Düngen. Das sieht schon mal sauber aus, würde ich sagen. Guck den gleich nochmal bei dem anderen. Ich guck mal hinten nach, wegen Bremserschutz. Wird immer weniger. Ich habe schon bis reingestellt, nicht mal gewartet, weil ich den sauber gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nie gemacht habe. Der Schlepper muss noch ein bisschen was leisten dann, er muss dann noch Kalk streuen. Wenn wir hier alles abgehakt haben. Ich habe wohl noch falsch hingeparkt. Der gehört hier unten mit rein. Böse Falle. Gefüllt hatte ich das mäßig, aber den Rest habe ich garantiert nie gemacht bei dem Schul. Nimm mich doch. So, Lilly.
Da fahren wir auch gleich nochmal tanken vorher. Ist einiges noch hier in Wartung und alles machen. Seht ihr schon wieder? Alles schleifen lassen hier. Hoch das Ansehen. Machen wir diese Folge Wartung und Pflege. Und dann starten wir in der nächsten Folge dann mit dem Kalben. Wenn ich mir soweit alles vorbereitet habe. So, komm, mach auf den Hobel. Ja, da ist er wieder voll. Mein Level 32 Liter Sprit gekauft. Reicht eine ganze Ecke. So, Lilly. Oh Gott, sieht unmistig aus, unser Glas. Wenn der Glas schon so mistig aussieht, würde ich nur wissen, wie der Anhänger aussieht, der dazu ist. So, den reparieren wir, jawohl. Den reparieren wir, jawohl. Den reparieren wir, jawohl. Und den Tank auch noch. Ich hab schon das falsche Ding drauf. Wollte ich das andere Dingsbums holen noch. Mit mehr Platz hier. So. Fangen wir mal hier vorne an. Das sieht schon mal sauber aus. Jetzt den Aufbau ran, auch sauber. Ist ja nur noch das Gestänge hier. Und ich habe das Ohr ist sauber verkaufen mittlerweile. So, den hier sind wir. Oha. Den auf jeden Fall erstmal tanken. Da führt kein Weg dran vorbei. Da ist schon fast 1200 Kilometer weg. Und das größtenteils nur Abfahrer. Und früher war Rommel an, war es der die Maschine, die angesät hat. Ballen fressen tut er noch mit.
Noch läuft immer was nach, also wenigstens insgesamt 20.000 Liter, 10.000 Liter sind davor gekommen und dann hat schon mal noch vorne mal 10.000 Liter in der, was aber nachrutscht. Also das Ding hier über GC funktioniert, ist ja Rohstoff und Produkt jeweils mit 10.000 Liter angegeben. Und es läuft immer wieder nach vom Rohstoff ins Produkt, Endprodukt rein. So, Lilly. Schicken wir den Blätter zur Wartung. Der ist ziemlich kaputt, Hex. Wieder 1000, uhuhu. Wieder 1200 Euro weg. Aber so ist es nun mal. So. Ist die Frage, spulen wir fort, düngen bei Tag, kalken bei Tag oder machen wir es jetzt hier noch in der Nacht? Bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, ich mache das noch nachts. Kalk, ich weiß, dass der Mauer hingeflogen ist, das tut mir auf die Kette. So, das ist wieder alles schick sauber. Den hier wieder hier aufräumen, der steht ja mal hier drin. Lässt mal, wenn das der Abfahrer ist. Halt. Ich brauche jetzt. Und die fahren wir schon hoch aufs Feld, damit wir dann gleich bei Gelegenheit loslegen können. In der nächsten Folge. Müsste der Freitag sein. Nach Adlam Riese. So, bringe ich den dann hier schön in Stellung. So. Aber ich komme jetzt erstmal zum Ende für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.